So, eine Runde schaffen wir heute noch, da bin ich mir sicher. Hoffmannsthal hat... Ihm ist kalt und er ist hungrig. Dann soll er was essen. Panda ruht sich aus. Wir machen hier Hartholzböden. Ja, Geschwindigkeit. Hallo und herzlich willkommen zurück, habe ich noch gar nicht gesagt. Ich bin so schon so drin hier die Zockeritis hier, die mich befallen hat. Chandra soll mehr Holz hacken. Wir brauchen mehr Holz. Nee, nicht ernten, Holz hacken. So. Hat sie erstmal zu tun. Überleg gerade. Innen. Das gilt als außen, weil hier es noch offen ist. Okay, ich sehe schon. Panda, priorisiere diese Wand. Das dachte ich mir. Das heißt nämlich für uns, wir können Heizungen bauen. Ich hab so ein Glück. Was ist das denn? Es hat noch nicht geregnet, ne? Aber wir haben hier Schlamm. Zuweisung, Tiere. Tiere, Tiergebiet 1, Gebiete verwalten. Konnten wir bei Zonen, Arbeitsgebiet, Tiergebiet. Tiergebiet machen wir... wo machen wir den Stall hin? Machen wir den Stall hier rein? Nee. Tiergebiet. Gut, aber wenn wir jetzt Tiere haben, also Kühe und sowas, dann wäre es sinnvoll, eine Anbauzone für Heu zu haben. Und wir bauen hier eine Struktur hin, die unser Stall wird. Machen wir. Das heißt aber auch, dass wir das Tiergebiet darauf ausweiten müssen. Tiergebiet. Schöne Sache das. Der Bauteile. Zone, Heimgebiet, machen wir mal das Ganze etwas gerader. So. Das Heimgebiet können wir jetzt auch hier schon, nein, erweitern um das hier. Trotzdem
Trocknet das den Schlamm? Das würde mich ja interessieren. Ich bin auch für Regen. Wir hatten ja noch gar keinen Regen. Eine verrückte Ratte. Oh, Hoffmann hat sie... Oh, das Hemd ist schon fertig. Danke. Das ist natürlich jetzt mitten in der Nacht nicht so günstig. Ich habe noch nicht. Was war denn jetzt schon wieder? Grillalarmfeuer. Das Feuer hat sich so weit ausgebreitet, dass es unsere Heimatgebiete betrifft. Das dachte ich mir, dass das gleich passieren wird. Nichtsdestotrotz. Brauche ich erstmal die Heizung. Ja, ich baue erstmal da eine hin. Und Ventilatoren. Um das auszugleichen. Da kommt noch eine Heizung irgendwann rein. Ja. Oh je, oh je. Dann sollen sie kommen. Ins Feuer. Hoffmann ist schon verletzt. Hoffmann ist schon verletzt. Trifft er die noch nicht? Oh, es regnet. Sehr schön. Speichere. Na schön. Aber ja klar. Wir lehnen uns hier um die Ecke. Da hilft ihm auch der Baum nichts. Was mich mal interessieren würde, worauf ist denn Hoffmann jetzt schon auf 6? Was heißt denn 6? Praktika, ja. Gut, wenn sie den Angriff starten, dann werden wir uns mal etwas zurückbegeben und Panda mit nach vorne schicken. So war das nicht gemeint. Das ist mir viel zu viel los. Alter, Hoffmann! Panda! Hilfe! Hilfe! Jetzt macht die tot! Sehr gut. Kampf beenden. Etienne. Chandra retten. Wer sind unsere Ärzte? Chandra, das ist die, die auf dem Boden liegt. Aber wir haben Etienne, der hat das doch auf 6. Das ist okay.
Ausziehen können wir sie aber. Was ist da gerade passiert? Hawk. Ja, es sieht natürlich hier noch aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ne, also du gehst jetzt auch ins Bett, Etienne, ne? Genau. Und du kümmerst dich jetzt mal um die Leute. Na ja, okay. Hol erstmal sie. Erstmal Chandra. Die kann das besser als du. Schlechtes Ergebnis. Schlechtes Ergebnis. Schlechtes Ergebnis. Schlechtes Ergebnis. Du bist ein Held. Chandra kann wieder laufen. Sehr gut. Kann man mich verarschen, ne? Jetzt eine Hitzewelle. Aber es regnet. Es ist heißer Regen. Chandra, du darfst dich schlafen, bis du geheilt bist. Nee, du darfst Hoffmann behandeln. In der Hoffnung, dass das was hilft. Das lässt sich ja nicht infizieren. Jetzt auch noch eine Sonnenfinsternis. Alles auf einmal, ja? Was machen unsere Kühe eigentlich so? Ja, das ist Quatsch. Die Kühe brauchen wir nicht irgendwie. Panda hat sich vollständig erholt. Das ist schön. Chandra, du darfst dich hinlegen. Was macht Etienne? Erntet Eichen. Ach so. Fang den mal. Ah, ja, okay. Etienne, fang den mal. Was war Ding? Zerrissene Kleidung, okay. 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 Möbel. Schlafplatz für Tiere. Chandra hat sich vollständig erholt. Sehr schön. Machen wir das erstmal so. Er wird jetzt behandelt. Theoretisch können wir den gerne auch mit sowas hier behandeln. Bekommt er auch Essen. Und werden wir gleich dann für Anwerbungsgespräche schon mal vorbereiten. Wenn er es denn überlebt. Möbel. Hier fehlt mir noch eine Stehlampe in der Ecke. Ach so, und natürlich Strom. Panda, mach erstmal das hier. Ach so, und eine Tür hier unten wäre natürlich noch eine Idee. Was meint ihr denn dazu? Packen wir sie nach unten. Noch ein Hemd fertig.
Die Sonnenfinsternis ist vorbei. Das heißt, wir laden wieder Strom. Theoretisch. Könnten wir schon mal zwei weitere Stromgeneratoren bauen. Und noch ein bisschen was an Batterien. Psychische Beruhigung. Ach, Leute. Das Einzige, was noch ist, ist, dass es halt scheiße heiß ist, ne? Temperatur. Wie wär's mit einem mit der Kühlung. Das sind ja jetzt so zwei Bereiche, wo es so bleiben wird, wie es ist. Nehme ich mal an. Also nach draußen frei. Hawk. Infektion extrem unbehandelt. Ja. Finde ich jetzt. Kann passieren. Kann ja mal vorkommen. Achso, Forstwirt. Mal bei Chandra mal wieder auf 3. Ist das Leine lösen? Gehorsam, achso. Den Sachen, die ich den ausbilden kann. Was hat Hoffmann denn jetzt schon wieder? Was hast du denn jetzt schon? Dir ist sehr heiß. Weißt du, es gibt hier ein Gebiet, das ist sehr, sehr kalt. Mit 5 Grad, vergleichsweise. Ja, okay. Mist. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern, dass der gestorben ist. Ja, wir haben nicht genug Felle und Leder und dergleichen. Oh, Waffenhändler ist am Start. Ist nun schon wieder noch ein Überfall. Ich hatte doch irgendwo eine Pistole. Kann denn niemand von unseren Leuten? Panda, du bist ein Raufbold. Chandra, auch. Ihr seid beide Raufbolde, deswegen. Ach, Mann! Wo sind die Waffenhändler? Da oben. Etienne, red mal mit denen. Wir können euch doofen Scheiß verkaufen. Den hier. Das Flake. Dafür kaufen wir den Dreifachraketenwerfer. Natürlich. Nicht. Also, die Pistole können sie auch haben. Von dem Pemmikan nehme ich tatsächlich welches. Die Affen und Grizzlybären brauchen wir tatsächlich nicht. Kräutermedizin werden wir jetzt auch nicht nehmen. Wir nehmen das so. Und hoffen, dass die uns bald angreifen hier unten. Damit die uns noch unterstützen hier. Eine Rettungskapsel. Was ist denn los? Hier ist ja eine Sache nach der anderen. Wo ist das? Da drüben.
Chandra. Fang die mal. Der Angriff wird gestartet. Genau in dem Moment, als Chandra da natürlich lang geht. Chandra hat ihren Gladius natürlich jetzt da nicht. Der liegt bestimmt noch hier irgendwo. Natürlich liegt er da oben. Chandra, flieh, du Narr. Wo ist denn das mit dem, die helfen uns? Helft uns! Unsere Kuh! Wir können der Kuh sagen, dass sie da nicht hin soll. Dann geht sie woanders hin. Helft uns doch! Die stehen da direkt daneben, ne? Etienne, was tust du? Nein, nicht Eiche ernten. Mach was anderes. Jetzt haben sie Etienne wieder geschossen. Ich habe es hackt. Die fliehen. Gut, unsere Kuh ist tot. Das ist natürlich jetzt extrem ungünstig, aber gut, da können wir nichts anderes machen. Können euch beiden sagen. Etienne retten, Chandra, die ohne Gladius natürlich echt sinnfrei war. Und Panda, bevor du dich ausruhst, hier, fang mal die. Hoffmann, du gehst jetzt schlafen, bis dir wieder besser geht. Genau. So sehe ich das ja auch. Ich glaube, Hoffmann ist so schon langsam. Kann das sein, dass er irgendwas hat, wodurch er echt langsam ist? Ja, okay. Sein linkes Bein hat eine Prellung. Hm. Alter, hier liegt überall Holz. Da war jemand fleißig. Das ist durch. Das ist leider noch nicht durch. Chandra, könntest du dich erstmal um unsere Leute kümmern? Das wäre total liebreizend. Jetzt eine Vorratskapsel. Ah, okay, Bauteile. Bauteile ist eine schöne Sache. Was bist du denn? Ach so, ein Hase, der gezähmt werden soll. Deswegen das komische Symbol darüber. Ein weiblicher Hase, da können wir noch einen von zähmen. Mehr weibliche Häschen ist mehr gut. Ja, die greifen uns ziemlich häufig. Da gehen die einfach nur. Nicht helfen, aber. Ich glaube, es hackt. Aber wir haben gute Ergebnisse beim Hoffmann erzielt. Wenn jetzt Etienne noch genauso. Und sie versucht zuerst mit Panda. Panda geht's wieder sehr gut. Sehr schön. Ja, Behandlungsergebnisse sind gut. Was sagt dein Medizinwert? Der ist auf 11. Du bist ein guter Experte. Ja, okay, die Heizung ist ziemlich witzlos, aber gut. Hoffmann hat sie erholt. Was ist mit Etienne? Bewusstlos, warum bist du bewusstlos? Sein linkes Bein ist abgeschnitten. Ach, Mann. Dann geht's hier gut los. Wir brauchen eine Operation. Und zwar ein linkes Holzbein. Solange wir noch genug Medizin haben. Verletzt Milchfüllung 100%.
Tierpfleger. Ist Chandra. Chandra hat gerade genug zu tun mit Ärzt sein, ja. Was jetzt mal aufhören könnte, wäre die Hitzewelle. Das ist echt unangenehm. Hoffmann hat nichts anderes zu tun. Über 40 Essen. Kannst du tragen? Nee, ne? Panda, das ist ja schön. Kannst du erst kurz den Stier tragen? Der ist viel Essen wert. Und Chandra macht das mit der Operation. Vom Etienne. Hoffentlich wird das was. Sieht gut aus. Aufseher benötigt. Wir haben noch einen Aufseher, oder nicht? Ah, Etienne, unser Aufseher, ist gerade beschäftigt. Mit Kranksein. Die Betäubung hält noch an. Etienne wurde von Hoffmann zurückgewiesen. Ach, so ist das. Sonneneruption. Na klar, jetzt geht auch noch die Elektronik nicht. Ist ja nicht so, als hätten wir schon eine Hitzewelle. Jetzt haben wir auch noch eine Sonnenwelle. Aber die Hitzewelle scheint vorbei zu sein, oder? Kann das sein? Sehe ich das gerade richtig? Das muss irgendwann passiert sein, als wir nicht aufgepasst haben. Was ist eigentlich mit der Kuh los? Okay, mehrere Dinge, die wir jetzt wieder tun müssen. Das dürfte ja als Stall deklariert werden irgendwo. Das wollte ich nicht gucken, ich wollte das gucken. Stall, genau. Das ist richtig. Das mag stimmen. Aber Dach ist auch richtig, mag auch stimmen. Hinter im Sommer. Etienne kann wieder laufen. Ist nicht der schnellste, aber er kann wieder laufen. Und Dinge tun. Schön, dass du wieder zurück bist, Etienne. Chandra füttert die Kuh. Mag mir alles nicht so gefallen, wie das jetzt abgelaufen ist. Da sollten wir viel Essen rausbekommen. Aber wenn es kein... es kühlt jetzt wieder ab. Sehr schön. Verdirbt in 2 Jahren. Verdirbt in 3 Tagen. Das sollte ja alles schnell weggehen, weil es gleich gefroren ist. Neue Liebhaber Etienne und Hoffmann. Ich wusste gar nicht, dass ihr... nicht... Etienne kann Männer nicht leiden und trotzdem... Hoffmann ist weiblich? Ich dachte auf einen Karl. Whoopsie! Hungrig. Ja, dann Hoffmann geht auch was essen. Wir haben doch Essen da. Kühlung und Heizung. Hier oben fehlt noch eine Kühlung. Die haben sie erst da unten. Na, die ist falsch rum drin. Ich glaube, es hackt. Ich gehe kaputt. Ja, wenigstens gibt die Kuh Milch. Ja, Chandra wird erstmal die Kuh melken, wenn sie aufwacht.
Wie lange schläft denn Chandra? Lange genug, wie es aussieht. Unsere Medizin geht uns aus. Wie sieht's denn hier aus? 68% Wachstum. Mhm. Gut, dann ist es halt so. Hoffmann macht sich daran, mehr Batterien zu bauen. Okay. Was war das? Was war das? Für Geräusch? Keine Ahnung. Jedenfalls war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und hier fehlt eine Wand. Du kriegst ein Anwerbungsgespräch. Und du darfst ab sofort hiermit geheilt werden. Aber das alles machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.